André, komm! Halbzeit hier in Lehnen, Halbzeitstand 2:0 für die Gastgeber. Kein Foul, Jungs! Weiter!
Gallup, Gallup! Gallup! Ja, ich muss erst mal sagen, dass mir meine Erkältung enorm zu schaffen macht. Deshalb bin ich stimmlich auch ein bisschen angeschlagen. Aber meine Mannschaft hat mir geholfen, dass ich diese 90 Minuten gut über die Bühne gekriegt habe. Ich glaube, dass wir in diesem Derby eine sehr gute Raumaufteilung hatten, dass wir mehr Ballbesitz hatten, dass wir die Mehrzahl an Chancen kreiert haben und letztendlich dieses Derby auch in der Höhe mit 3:0 verdient gewonnen haben. Okay. Meiner Meinung nach haben wir heute ein richtig starkes Derby gezeigt, von der ersten bis zur letzten Minute. Sagen wir das 1-0 mit dem Elfmeter, das kam uns gerade recht. Kurz vor Halbzeit, dann das 2-0, war wahrscheinlich der Knackpunkt auch im Spiel. Die Chancen, sag mal, wie es gab, waren alle auf unserer Seite. Der TuS hat viel mit langen Bällen auf Sergej Müller agiert. Zu Chancen kamen sie eher selten. Aber unser Spiel, sagen wir nach vorne, sah ganz ansehnlich aus. Die Mannschaft war heute geschossen stark und meine beiden Tore, ja, waren Mannschaftstore. Da muss ich nur noch goldrichtig stehen, die Dinger wegmachen. Ich sag mal, am Ende verdienter Derby-Sieg. Wir freuen uns jetzt zu feiern und einen schönen Abend zu haben. Ja, als allererstes möchte ich sagen, es war für die erste Kreisklasse ein tolles Spiel. Temporeich, technisch gut. Ja, und dann hast du erste Halbzeit sehr unglücklich gestartet mit diesem Handelfmeter, der für mich, ich denke auch für einen oder anderen, zweifelhaft war. Ja, und ab diesem Zeitpunkt bin ich eigentlich der Meinung, dass wir in der ersten Halbzeit sehr gut gespielt haben, auch nach vorne gut gespielt haben und ich glaube auch wesentlich mehr Ballkontakte hatten. Leider unsere Chancen dann nicht nutzen. Sergej hatte eine und das eine oder andere Mal war von Tobi Kieper nicht gut gespielt. Ja, und dann kriegst du kurz vor der Halbzeit das 2-0, wo wir auch natürlich einen großen individuellen Fehler machen. Konter und über Dennis ist dann 1-1 nicht zu halten. Der ist technisch stark, der ist schnell, Querpass 2-0, kurz vor der Halbzeit. Ja, war schon so ein kleiner Genickbruch für uns, obwohl wir in der Halbzeit nochmal versucht haben, die Jungs aufzubauen. Fing auch gut an. Unser Manko war heute die Chancenverwertung. Wir haben die eine oder andere Chance gehabt durch Sergej. Ja, wenn wir dann einen Anschlusstreffer machen zum 2-1, weiß ich nicht, wie es ausgeht. Letztendlich muss man sagen, wenn man 3-0 gewinnt, ist TuS Leben hier der verdiente Sieger. Ja, wir werden Mund abputzen. Sicherlich haben wir jetzt die 3-4 Mannschaften von oben durch. Und das müssen wir einfach mal gucken, wie die anderen Paarungen in Zukunft laufen. Bis zur Winterpause, denke ich, wird sich da nicht viel ändern. Ich hoffe, dass wir unsere Spiele gewinnen. Leben ist der Favorit in der Liga, das muss man einmal sagen. Das haben wir heute gesehen. Das ist eine Qualität auch auf der Bank, die ich heute leider nicht hatte.